Wallahi, wir hören von Leuten, dass sie zu gar nichts mehr imstande sind. Weder können sie noch essen, noch trinken, noch schlafen. Manche haben mir geschrieben, wenn sie ihre Kinder schlafen legen, so haben sie die Bilder in Palästin im Kopf. Und dann schauen sie ihre Kinder an und sehen, dass es ihren Kindern gut geht, während die Kinder in Palästin sehr laut weinen. Aber das Weinen wird nicht gehört. Und ich weiß auch, dass uns das sehr, sehr beschäftigt und mitnimmt und auch psychisch mitnimmt. Ich versuche nicht viele Videos zu sehen, weil ich kenne mich und ich weiß, dass ich das nicht aushalte. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal betonen, liebe Geschwister, was ich euch auch schon einige Male gesagt habe, das Herumschicken von Bildern, wo Tote enthalten sind oder Verletzte enthalten sind, das bitte unterlasst. Das haben unsere Gelehrten verboten, damit wir auch nach außen nicht ein schwaches Bild über unsere Umma präsentieren. Bitte unterlassen, liebe Geschwister, sondern versucht, frohe Botschaften mitzuteilen. Ich weiß, und es passiert auch bei mir, ich sage euch das, aber manchmal, man brodelt innerlich, man kocht innerlich.